Europa ist amerikanisiert, meint Lavrov, der russische Außenminister. Der russische Außenminister Sergei Lavrov meinte, dass Europa amerikanisiert sei. Europa ist nicht mehr in der Lage, selbstständig ohne das Einverständnis der USA Entscheidungen zu fällen. Als herausragendes Beispiel führte er den Vertrag über Kurz- und Mittelstreckenraketen an, den die USA beenden wollen. Alle Staaten der Europäischen Union unterstützen die USA. Obwohl gerade die Staaten Europas in erster Linie die Leidtragenden sein werden, wenn dieser Vertrag nicht mehr existiert. Denn es geht um Raketen, die Europa erreichen, aber nicht die USA. Somit kann man das Verhalten der Europäer einfach nur so verstehen, dass diese sich in völliger Abhängigkeit von den USA befinden. Umso lächerlich naiver klingt die Erklärung des deutschen Außenministers vom 26. Dezember, in der er erklärte, dass Europa niemals zu einem Ort werde, an dem sich Russland und die Vereinigten Staaten messen würden.